Willkommen zur nächsten Folge von Feed the Beast Infinity Evolved. Und ja, gestern war ja wieder ein Livestream angesetzt gewesen. Und ja, da haben wir ein bisschen was geschafft. Wir haben unter anderem uns mal angefangen, ein bisschen mit Strom zu beschäftigen. Also quasi Generatoren gebaut. Wir haben diverse Rohstoffe gesammelt. Wir haben jetzt tonnenweise von den Selbstkristallen, Eisen, alles Mögliche hier. Und ja, jetzt fängt es an, unleuchtet zu werden. Deswegen dachte ich mir, heute vielleicht mal hier so ein kleines Lager reinbauen. Und ich zimmer das dann immer gerne so am Anfang, so ein kleines Kistenlager, irgendwie unterhalb irgendwo in den Boden rein. Und da dachte ich mir, fange ich mal an. Habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir auch in der letzten Folge, also im Livestream, noch diese Werkzeuge gemacht. Hier, fetten Hammer, fette Spitzhacke. Außerdem habe ich mir jetzt gerade vorbereitet eine Diamantsäge und einen Chisel. Damit wir uns jetzt hier wunderschöne Blöcke herstellen können, mit denen wir dann einen wunderschönen Keller zusammenbasteln, wo dann die Kisten alle reinkommen. Und ich würde sagen, wir nehmen für die Wände oder für den Boden nehmen wir hier so einen, hier den. Machen wir gleich mal zwei Ladungen davon, bevor ich dann das Muster wieder vergesse. Und ja, aber ich muss sagen, wir fangen damit einfach mal an, den Boden auszupflastern. Das heißt, wir müssen hier quasi nochmal reinhämmern. Und ja, das muss alles noch raus und das muss raus und das muss raus. Das auch noch und das hier auch noch weg. Und jetzt legen wir einfach schon mal hier den Boden rein, weil dann kann man hier auch noch rechts einen Gang bauen zu unserer Erzbeerenbuschfarm da, Ding unter der Erde, ne? Was wir da so haben, dieses, ne? Genau das da, wo halt die Erzbeere drunter sind. Und ich würde schon fast sagen, wir bauen einfach die ganze Länge hier noch durch, ne? Muss ich zwar jetzt ein paar von meinen schönen Bäumchen hier wegreißen, aber na gut. Ist das nicht normal, dass die Natur dem Fortschritt weichen muss? Glaube schon. Ist also vertretbar. Auch wenn ich das eigentlich eher schöner finde, wenn hier Bäumchen stehen, weil ich glaube eher am Anfang meistens eh lieber nicht so ein Haus habe, sondern lieber so hier so buschmäßig hier so einfach so mit Bäumchen umbauen, so dass das hier so gemütlich wird. Aber ja, jetzt brauche ich langsam echt mal hier, also wegen Chaos. Also langsam muss hier was passieren und deswegen bauen wir uns heute einen fetten Lagerkeller zusammen. Und wir könnten natürlich auch noch alternativ gleich noch mal eine Runde spazieren gehen und unterwegs durch Zufall einen Meteorit finden, der aus Skystone besteht. Und da dann ein bisschen Skystone mitnehmen für unsere ME-Vorhaben. Was natürlich dementsprechend noch etwas länger dauert, weil man dafür auch diverse andere Sachen braucht, die ich bisher noch nicht gefunden habe, beziehungsweise gesucht habe. Und doch wahrscheinlich nicht finden werde so schnell. Und ja, ich finde das echt wunderbar, dass man hier diese schick aussehenden Steine aus Cobblestone bekommt. So, ich sage hier. Machen wir drei hoch. Kommt oben noch ein Glasdach drauf. Ganz hübsch aussieht. Ja, hier, so ist doch ein netter Keller hier. Ich meine, gut, kann man alles noch ändern, ne? Aber ne, so erstmal für diese grobe Vorstellung ist das doch eigentlich ganz annehmbar hier, ne? So, da. ja, hier hinten wollte ich ja noch so quasi Türchen reinbauen. Kann man ja einfach mal so quasi so einfach so einen Schlitz in die Wand bauen und gucken, ob das funktioniert nachher, so wie ich das mir vorgestellt habe. Und sonst bleibt das halt offen. Ich will ja passen, wie viele Kisten passen hier rein? Hier passen. Ach, gib mir einfach mal ein paar Kisten hier. Ich soll irgendwo Kisten liegen, ne? Ich habe doch bestimmt irgendwo noch ein paar Kisten übrig, ne? Und sonst habe ich doch hier auch bestimmt tonnenweise Holz, ne? Ich hätte dieses Ding, dieses Zaumcraft-Holz, das lässt sich jetzt nicht in Kisten verwandeln, ne? Doch, es lässt sich. Faszinierend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. So, hier kommen zwei Kisten hin, da kommen dann zwei Öfen zwischen. Nochmal zwei Kisten. Würde ich fast sagen, auf der anderen Seite das gleiche Muster. Dann würde ich allerdings die Kisten so hinstellen wollen. Ja, muss hier halt mit größere Öfen fällt hin. Oder ich gehe nochmal eins nach hinten. Ist dann wahrscheinlich die bessere Lösung, wenn ich dann nochmal eins nach hinten gehe. Weil dann habe ich hier einheitliche Musterverschiebungen. Ja, gut, drei steht natürlich ganz schnell auch wieder mit. Aber egal, ich habe ja hier Zeit ohne Ende, weil wir im Livestream halt einiges geschafft haben. Der Henry hat auch wieder ein bisschen geprankt, ne? Der musste lustig sein. Hat seine kritischen 5 Minuten gehabt, kennt man ja. Und naja, da waren dann plötzlich RedNet-Kabel irgendwo verschwunden und keiner hat es gewusst und keiner war es gewesen. Und dann habe ich Henry getötet und dann, naja, tauchten sie wieder auf. Ja, so findet man Sachen wieder. Aber genug davon. So, Moment, jetzt mussten hier Kisten zwischen. Da wieder Wände. So. Da würde ich ja fast schon sagen, wir machen die Treppe mal in die Richtung hoch. Just for fun. Kommt die dann hier einfach rein. So quasi hier.
Na ja, gut, die Bäume müssen eher weggerissen werden, von daher ist es eigentlich egal, wo ich mich jetzt hier hochbaggere, weil mein Excavator haut da eh alles hier raus. Mit der Baggerschaufel. Von daher, so. Da. So, ein hübscher Erdkeller hier. Ist doch ganz nett. Stimmt netter als das, was Henry hat. Kennt man ja. So, jetzt möchte ich eigentlich noch oben noch eine Reihe draufsetzen fürs Dach nachher. Bettchen mal eben umbauen. Am besten stelle ich das mal hier hin. Damit er dann nachher nicht weg ist. So, Glas müsste jetzt auch fertig sein. Am besten mache ich dann oben drauf hier so gesäbeltes Glas. So, am besten so. Ja, doch so. Gönnen wir mal ein bisschen von diesen gesäbelten Glaspaints. So als dünnes Dach. Ich blicke gerade, ob wir noch eins dünner gehen. Dann hätten wir so ganz dünnes Dach, aber. Ne, ich glaube, die Hälfte ist schon eine gute Kompromisslösung. Und jetzt muss man hier quasi irgendwie rauskommen. Frage nur, wie kommen wir da raus, weil alles eng und klein und zugebaut ist. Ah, hätte man vielleicht noch eine Etage tiefer gehen können, aber egal. Ja gut, der Tisch muss auch da weg, aber es ist ja klar, dass irgendwas hier weg muss, weil man kann nicht alles so stehen lassen, wie es vorher war. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, machen die also so in Dreier-Elementen hier rein. Ich meine, da kommen eh noch ein paar Bäume zu, das Ganze wieder schön bewachsen ist. Aber erstmal ein bisschen Ordnung hier schaffen, weil ohne Ordnung kriegst du hier nichts auf die Reihe, wenn du da ganzen Items nachher hast. Na gut, der Baum muss leider jetzt weg. Gut, eigentlich müssen die Bäume alle weg, aber. So, du musst weg. Sorry, du musst auch weg. Du hast Glück und kannst stehen bleiben. So, das sieht doch eigentlich ganz nett aus schon, so auf den ersten Blick. Und da jetzt noch ein paar Bäumchen wieder drumherum pflanzen. Ganz wieder ein bisschen bewachsen wird. Vielleicht noch ein bisschen begrünen, man weiß ja nicht, was man machen kann. So, nachts schlafen, natürlich. Wir haben jetzt die Nacht, wir gehen jetzt sofort pennen. So. Ja gut, die Kisten müsste ich jetzt eigentlich alle umräumen schon, aber das Blöde, wenn ich jetzt aufmache, dann purzeln da alle Sachen raus und landen da unten. Und dann verstärkt diese so eine Sortiererei hier, ne? Ich merke, mache ich am besten eine zweite Kistenreihe hier rein, so, ne? Mache ich am besten hier nochmal so eine Reihe hin. Dann könnte ich rein theoretisch noch hier nochmal so eine Reihe machen, habe ich hier zwei Kisten drin. Naja, das geht da nicht. Doch, muss ich Redstone schon nehmen. Geht auch. Ja, würde ich mal sagen, lasse ich erstmal so. Ich baue dann das, soweit es geht, das Dach zu Ende. Wobei, wenn ich ein einheitliches Muster haben will, müsste ich jetzt hier anfangen. Ich nehme hier nur einen Glasstreifen, aber egal. Ist ja scheißegal, wie es aussieht. Soll ja eh wieder zugewachsen werden, bis sonst wohin. So, da haben wir Stein, Stein, Stein. Ich werde, wenn ich ihn abbaue, da fällt alles runter, ne? Ich wusste es, dieses Sack, ne? Ja, komm, packen wir hier alles rein, 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 rein. Du auch, du. Und ihr alle da. Am besten sollte ich dann nachher auch erstmal so nach Eisen und anderem Material, wenn ich dabei bin. Hopp, Öfen auch alle runter, zack. Parken wir dann schon mal dazwischen. Die Öfen rein hier. Dazwischen kommen halt die Kisten dann wieder. Beziehungsweise, ich glaube, in der Mittelkonsole mache ich mir die Crafting Table rein. Auch wenn die dann mit den Kisten etwas rumbacken werden. Wenn die auf beiden Seiten sich Truhen angeln, aber das ist ja erstmal egal. An sich zumindest. Oder nee, ich mach's noch hübscher. Ne, ich lasse es mal so. Weil sonst mache ich damit zu viel Zeugs irgendwie. Warum denn alle auf einmal? Das war ja jetzt nicht nötig. Mann. So, das da rein, das. Was, den ganzen Grünscheiß mag ich mal eben da hinten rein, weil sonst habe ich hier gleich keinen Platz mehr für meinen ganzen wertvollen Kram. Und der hat nun mal gerade Vorfahrt, weil ohne den komme ich nachher nicht mehr weit, wenn ich den nicht habe. Und das wäre blöd. Jetzt möchte ich mal ganz kurz mein Mikrofon wieder anklatschen, weil ich mal eben husten wollte und dann das Muting verkackt habe. Aber egal. Cobblestone. Grünzeug, Plastik. Packe ich mal hier so mittig rein.
So, hier ist das auch. Redstone kommt da rein. Diamanten. Kein Platz für Diamanten. Das ist mal ein Luxusproblem hier, würde ich mal sagen, ne? Gehen wir den Crafting Table auch mal zu diesem Tischlein hier. Stehen wir dann daneben. Lustig, wie die über Eckart auf alle Truhen zugreifen können. Ich bin begeistert. Naja, egal. Die restlichen Öfen packe ich dann schon mal hier zwischen. Also ich hier die Hälfte Kohle rein, da die Hälfte Kohle rein, just for fun. Hier oben ziehen wir jetzt nochmal so einen Mittelbalken durch. Na gut, eigentlich hätte ich das Glas auch anpassen müssen, aber das ist ja egal. Das ist ja erstmal hier stiltechnisch unrelevant. Ich merke gerade, ich habe schon 10 Minuten damit verbracht, einfach nur dieses Ding hier umzubauen. Ich lache mich weg. 10 Minuten gebraucht, nur diese blöden Kisten und das Dach zu bauen. Muss man hinbekommen. Das ist eine ordentliche Zeit dafür. Komm, bau dich ab. Zack. Das ist voll geklatscht mit dem Zeug. Naja, erstmal würde ich sagen, räume ich das auch unten alles rein und würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier die Folge schon wieder Ende, weil wir hatten ja gestern einen Livestream, da war eh schon lang genug und würde sagen, dann kommt vielleicht heute Abend nochmal ein Livestream. Wenn nicht, dann wahrscheinlich morgen wieder etwas größere, umfangreichere Folge mit mehr Sachen drin. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mal sagen, mit diesen wunderschönen, aufräumenden Bildern hier, verabschiede ich mich aus dieser wunderschönen, unordentlichen Angelegenheit und sage bis morgen oder bis später. Und ja, gerne Like da lassen, abonnieren und kommentieren und so weiter und so fort. Und ja, tschüss.